Hallo ihr Lieben, ja, ich habe meine Stampin' Up Sachen bekommen und ja, ich dachte mir, ich filme die einmal kurz ab. Ist auch gar nicht so wirklich spektakulär. Ich habe ja gesagt, ich musste einige Nachfüller für meine Stempelkissen besorgen. Tatsächlich sind auch viele gar nicht mehr verfügbar. Da bin ich jetzt froh, dass ich die jetzt bestellt habe, bevor es die Farben dann auch nicht mehr gibt. Also fast die Hälfte der Farben, die ich habe, gibt es schon gar nicht mehr. Okay, also hier habe ich einmal Versamarker, der Auffüller für mein Versamark-Kissen, fürs Embossing. Da brauchte ich sowieso eins, da habe ich das gleich mitbestellt. Dann einmal Flüsterweiß. Dann haben wir hier Mango, habe ich bekommen, Mangogelb, Merlotrot. Marineblau habe ich kein Stempelkissen, aber ich habe Jeansblau und Jeansblau sah für mich auf dem Foto aus wie dieses Blau hier. Deswegen werde ich nachher mal gucken, ob das vielleicht ist oder Jeansblau gab es, aber das sah aus wie Blaubeere. Ich weiß es nicht mehr genau. Das sah aus wie irgendeins, was ich schon habe. Von der Farbe zumindest auf dem Bild bei der Bestellung und ja, wie gesagt, ich werde es mal ganz vorsichtig irgendwo drauf machen, werde mal gucken und dann packe ich es halt in ein anderes Stempelkissen, dann ist das halt so. Schiefergrau, genau, Schiefergrau, dann Savanne, das benutze ich ganz, ganz oft zum Kolorieren, genauso wie, nee, Granit ist das hier, Granit nicht, Jade, Flamingorot, dann grüner Apfel. Amethyst und hier ist noch Blutorange, aber ich wundere mich gerade, weil hier fehlt Wildleder, habe ich noch mitbestellt. Also ich habe zwei komplette Sets bestellt von Farben und die waren gerade nicht lieferbar. Ich schätze, die senden sie noch nach, weil das sind auch viel zu wenig Farben hier. Ich habe nämlich insgesamt 10, 20, ja, über 30, wir sind das jetzt 2, 4, 6, 8, 10, ja, genau, über 30 Farben hatte ich nämlich bestellt, das kann ja gar nicht passen, also da fehlt noch einiges. Was ich nämlich vorhin sagen wollte, was ich auch ganz oft zum Kolorieren benutze, ist einmal, wie gesagt, dieses Savanne, weil das ist so ein schöner Tierton, so ein ganz zartes Braun, das benutze ich gerne, aber was ich auch gerne benutze zum Kolorieren, ist Wildleder. Oder ich muss noch kurz drauf lupen, genau, Sahara Sand. Genau, und die habe ich nämlich auch alle bestellt. So, der hier, der geht raus und deswegen habe ich mir den nochmal mitbestellt. Das ist die 1/18 Stanze und zwar so ein bisschen blumig. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier so Schmierzettel noch rumfliegen. Genau, also der macht halt sowas Geblümtes. Und ja, die Größe hatte ich noch nicht und deswegen dachte ich mir, ja, warum nicht? So, und dann war es Celebration und man konnte sich was aussuchen und das sieht jetzt so wenig aus, aber wie gesagt, da fehlen noch 20 Farben. Und ich habe insgesamt ein bisschen mehr als 180 Euro ausgegeben und bei ab 60 Euro kann man sich eine Sache aussuchen von der Celebration A und dann gibt es halt die Celebration B und da kann man sich dann was aussuchen ab 120 Euro und so habe ich mir das halt aufgeteilt und das war für 120 Euro, das war auch das Einzige, was mir gefallen hat, besonders dieser Kiebitz da oben, sehr schön. Also ich muss sagen, die ganzen Sprüche interessieren mich eigentlich alle nicht mehr. Ja, anfangs war ich immer ganz heiß auf Stempel, als ich mal angefangen habe zu basteln, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich immer gedacht, oh, egal wo ich was bestelle oder kaufe, es muss auf jeden Fall was mit Stempel sein. Mittlerweile, ja, ist halt nicht mehr so interessant, aber die finde ich trotzdem ganz schön hier. Und da haben wir hier einmal, wie gesagt, diesen Kolibri, den Schmetterling und ja, die Blumen werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Und dann hier so ein bisschen Hintergrund, ich glaube, das sieht so ein bisschen Watercolor-mäßig aus. Ich werde es gleich mal ausprobieren, aber ich zeige euch vorher noch das Papier. Ich habe alles andere schon ausgepackt und auch schon das Plastik abgemacht und ja, den Karton schon weggeräumt, was ich immer unnötig finde. Aber hier
Hier zeige ich euch jetzt nochmal das Papier. Das habe ich noch eingeschweißt gelassen. Nur so heißt das. Da gibt es auch auf Deutsch. Da genau. Designerpapier. Ach komm jetzt. Da. Papierblüten. Ja. Wie gesagt, da waren nicht besonders viele Sachen, die mir gefallen haben bei der Celebration diesmal. Fand ich eigentlich komisch, weil früher, als ich selbst noch bei Step In Up war, da habe ich eigentlich immer die Sachen ganz schön gefunden, die bei Celebration so waren, aber dieses Mal so gar nicht. Also die beiden Sachen, die waren jetzt noch okay und der Rest war auch die Sachen für 120 Euro, fand ich jetzt alle nicht, bis auf das Stempelkissen, aber ansonsten, also diese Stempel. Genau, so, bla bla bla, sind immer, glaube ich, zwei Papiere von jedem, die sind doppelseitig, also eine Seite sieht halt so aus und eine so. Ja, sind wie gesagt ganz nett, aber weiß nicht, ob ich, also wenn ich es mir so hätte bestellen müssen, hätte ich es mir auf jeden Fall nicht bestellt, weil ich bin jetzt auch nicht der mega Blumen-Fan, aber ich finde, die Blumen sehen noch ganz, ganz nett aus. Kann man mit leben auf jeden Fall. Also einen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, sagen wir es mal so. Und ja, für geschenkt nimmt man es natürlich mit. Den hier finde ich allerdings mal doch ganz schön, dieses Papier. Finde ich auch die Rückseite nicht so schlecht, aber die Vorderseite cooler. Das hier, das Papier hier, das könnte meiner Freundin gut gefallen. Da kann ich mir vorstellen, dass ich ihr mal eine Karte mache, weil es ist so ihr Blau, was sie auch gerne trägt. Hat auch manchmal Jacken, die so aussehen. Nur mit ein bisschen kleineren Blümchen oder so. Ja, die Rückseite finde ich jetzt so, naja, da fällt mir aber direkt eine andere Freundin ein, die eine ähnliche Tapete hat, der das also auch gefallen könnte, ja. Und hier sind wir schon beim letzten und ja, da gefällt mir tatsächlich die Rückseite noch besser als die Vorderseite. Ja, aber ich bin halt auch nicht der mega Blumenfan, habe ich ja schon gesagt, genau. Ja, und das ist ja hier jetzt nur noch so eine Pappe, die werde ich aber auch nicht wegschmeißen, weil das ist ziemlich stabil, da kann man auch immer ganz gut was mitmachen. So. Jetzt krame ich mir hier gerade mal ein Papierchen vor und dann probieren wir die einmal kurz aus. So, ich habe alles mal ein bisschen vorbereitet und ich habe auch mein Jade-Stempelkissen hier gerade schon ein bisschen aufgefüllt. Und ja, das braucht irgendwie gerade noch ein bisschen, bis es reingeht. Ich habe mir jetzt kein Anleitungsvideo oder so angeguckt zu dem hier, aber ich nehme stark an, dass man diesen Watercolor-Dings da zuerst aufträgt und danach die Kontur. Also das macht für mich jetzt am meisten Sinn. Deswegen habe ich mir hier schon mal den Hintergrund quasi vom Kolibri aufgelegt. Das ist vielleicht ein bisschen mehr zusammen. Das ist Papier nicht ganz so dolle. So, also hin und her probieren. Ja, immer noch nicht so ganz, aber nein, passt schon. So, dann. Ja, das finde ich natürlich immer schön bei den Stampin' Up Sachen, also auch beim ersten Mal benutzen. Mal abgesehen davon, dass ich mein Kissen gerade aufgefüllt habe. Man braucht auch beim ersten Mal benutzen nicht tausendmal drauf gehen, sondern reicht einmal. Ne? So, ordentlich feste drücken. Ja, sieht ja schon mal ganz nett aus. Stampin' Mist. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, weil ich ja irgendwann habe ich es ja auch mal aufgebraucht, obwohl ich davon, von dem Stampin' Mist habe ich tatsächlich eine große Flasche mir damals noch zusätzlich gekauft zum Auffüllen, weil ich das Zeug so cool fand. Aber ja, mit diesen Tüchern, dann braucht man halt keine Chemie und wäre natürlich besser, wenn ich mir das mal angewöhne. So, und dann nehme ich mir jetzt hier diesen Kolibri und lege mir den mal hier so ganz nett da drauf. Oh, da kann ich das noch da. Wie gesagt, ich habe es jetzt vorher nicht ausprobiert. Ich mache das jetzt einfach auf blauen Dunst und bin mir ziemlich sicher, dass das schon passen wird. So.
Ja, der sieht wirklich toll aus, ne? Der Kolibri. Da weiß ich gleich, wer da schon schreien wird. Oh, ich will auch, das sieht so schön aus. Kannst du mir damit eine Karte machen für meine Mama? ja, genau. Das, so ungefähr klingt meine Freundin, wenn sie möchte, dass ich was für sie mache. Genau, so, jetzt. Ja. Schwuppi. Ja, sieht doch wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich den schwarzen Stempel noch ein bisschen drehen können. Aber wahrscheinlich ist es auch so gewollt, dass es ein bisschen rüber guckt und an anderen Stellen halt nicht so schön aussieht. Also nicht so sauber aussieht. Ich halte es mal näher an, dann sieht es noch besser. Komm, ich weiß, dass du es kannst. Ja, da seht ihr nämlich das Muster noch. Es hat noch so ein Karo-Muster. Ja, schick, schick. Finde ich sehr schön. Wie gesagt, wäre es jetzt ein Set gewesen, was ich mir hätte kaufen müssen, hätte ich es nicht getan, aber geschenkt finde ich es sehr schön. Okay, so, ich räume hier gleich für mich alleine auf, das muss ich euch ja nicht immer antun. Genau, ich hoffe, euch hat das hier so ein bisschen gefallen. Wie gesagt, nur so ein kurzer, schneller Haul, wenn man da haufenweise Farben bestellt, ist ja auch nichts Aufregendes dran. Aber ihr habt mal gesehen, was so war. Und also es kommen noch ein paar Sachen von, von Ali. Und Doreen Beats habe ich tatsächlich auch was bestellt. Mal nach ewigen Zeiten wieder. Ich weiß gar nicht, ich habe da bestimmt anderthalb Jahre nicht bestellt. Ja, kann sein. Richtig lange. Und da habe ich auch ein paar Kleinigkeiten bestellt. Die kommen dann auch irgendwann. Und dann muss ich dieses Jahr mal wieder ein bisschen die Bremse ziehen, weil im Dezember und so habe ich ganz schön viel Geld ausgegeben für mein Bastelzimmer hier, obwohl ich ja aussortieren wollte. Habe ich auch. Ich habe richtig viel aussortiert. Ja, alles Sachen, die ich eh irgendwie nie verwenden werde, würde. Und ja, habe aber dafür mir halt ein bisschen hochqualitativere Sachen, sage ich jetzt mal, also ein bisschen teurere Sachen gekauft. Und ja, ich komme halt immer mehr zu der Erkenntnis, auch wenn ich immer noch Sachen bei Ali bestelle und China, und das ist auch ganz nett, aber ich gucke auch schon, was ich da bestelle. Und ja, ich glaube, ich habe einfach die besseren Erfahrungen gemacht mit den bisschen teureren Sachen. Die halten länger, die sehen schöner aus und außerdem unterstützen wir unsere deutsche Wirtschaft und die kann es gebrauchen. Also von daher, genau, lieber ein bisschen mehr bezahlen und ja, hier einkaufen. Das sehe ich im Moment einfach so. Vielleicht ändert sich das auch wieder, aber ich denke mal, das ist besonders momentan sehr gut. Okay, ihr Lieben, ich will euch nicht weiter voll quatschen. Ich räume mein Chaos hier wieder auf und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.